Was geht ab, Pyros? Heute gibt es für euch ein neues Video und zwar das Aldi Feuerwerkssortiment 2023-24. Es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber ich habe was im Feuerwerksforum dazu gefunden und zwar einen sogenannten, eine Liste Bestellschein von Aldi und die habe ich natürlich im Werbefred Prospekt 2023-24 gefunden und ja, hier ist die Liste, die schauen wir uns gleich an. Es ist nicht offiziell bestätigt, aber der Max.Petz, glaube ich, dem vertraue ich einigermaßen, weil der hat, glaube ich, schon öfter solche Listen reingeschickt. Also anfangs, letztes Jahr und vorletztes Jahr. Und ja, wir schauen uns einfach die Liste mal an, was ich dazu sagen kann. Und ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, welche Batterien das sind und alles drum und dran. Natürlich habe ich die Batterien nicht direkt gewusst. Da habe ich das Video von Apple Explosion geschaut. Shoutout an den. Ich bin nicht der, der was irgendwelche Videos klaut oder sonst irgendwas, sondern ja, ihr wisst schon, was ich meine. Die Ideen, dies, das, Ralle. Aber ich möchte es trotzdem vorstellen. So, hier haben wir den Bestellschein bzw. die Liste von Aldi. Was es gibt regionale Unterschiede. Ganz wichtig, zwei Batterien sind anscheinend regional unterschiedlich. Gleich geblieben sind die Dreamcatcher Verbund, Magma Monster natürlich, die altbekannten Vulkane, dann die Poison, ganz, ganz gut, wie letztes Jahr auch. Dann hier statt dem Lancelot, das war ein Familiensortiment, beziehungsweise eigentlich ein Raketensortiment, ist jetzt das Starburst Symphony reingekommen von Nico. Also Nico ist hauptsächlich neu reingekommen bei Aldi. Und zwar das Wheels of Fire, ein Raketensortiment. Ja, mit Kugelkopfraketen gab es vorher schon beim Müller und beim Hager Baumarkt, auch beim Norma müsste das gegeben haben damals, vor 2 oder 3 Jahren, also 2019 davor, gab es das Sortiment schon im Handel und der Aldi hat es jetzt reingenommen, soweit ich weiß. Falls ich was falsch sage, schreibt es in die Kommentare rein. Dann Final Showdown, genauso wie dann Verbund. Dann das Avalon, kleines Familiensortiment. Copernicus Batterie kennt ihr auch. Dann die Galaxy, dann Midnight Hunter, Pegasus Photonen-Batterie, dann die Witchcraft, die Fächerbatterie, Heavy Metal Reloaded, zum Glück ist die noch drin, die ist richtig geil, die habe ich mir letztes Jahr zweimal mitgenommen. Dann die Double Power, die Bombenrohre, dann die Supernova Neuleucht- und Knallsortiment, das ist das Jackpot, umgelabelt Tischfeuerwerkssortiment, dann 47 Schuss Batterie wird ersetzt, also die Gladiator. Der wird anscheinend nicht mehr produziert, also die Casino Royale Queen of the Night. Die Thunderbolt, da habe ich ein Video dazu gefunden. Ari natürlich 500 IQ. Es gibt ein Video von der offiziellen Thunderbolt. Und zwar beim Nico Feuerwerk Official, das wurde vor 2 Monaten hochgeladen. Das ist die Thunderbolt, die jetzt neu reingekommen ist. Die schauen wir uns jetzt einfach spontan mal an. Ganz kurz, ich habe es mir selber auch noch nie angeschaut. Ja. Fächerbatterie. Die Zerleger nicht so gut, würde ich sagen. Crackling und Leuchtsterne dabei. Schaut interessant aus. Aber wenn die Wirbel. Ah, der Wirbelaufstieg ohne Zerleger? Ah, schade. Mit Wirbelaufstieg und Zerleger wäre es geil gewesen, so wie der Stormy. Okay, das war die Thunderbolt, die statt der Gladiator reingekommen ist. Dann Maxistar. Okay. Weiter geht's mit den Maxistar. Paltschachtel. Keine Ahnung, ich glaube, Wunderkerzen müsste das sein. Das Iron Herd. Camelot Familiensortiment für 18 €, 17,99 € müsste das noch kosten. Party Favor, also der damalige Preis. Die Preise sind jetzt wahrscheinlich ein bisschen gestiegen. Hat man ja beim Sonderpreis Baumarkt Flyer gesehen, nur für die 3 Filialen. Dann Pyro Superstars, altbekannt, richtig gut. Nehme ich mir dieses Jahr auch mit. Glitzerkiste, zudem habe ich leider nichts gefunden, das ersetzt die Van Gogh. Ne, habe ich doch gefunden, das ist nämlich die Spacecraft. Die schauen wir uns an. Also vor 2 Monaten, sorry. Das ersetzt die Van Gogh. Schade, weil die Van Gogh gab es so lange im Sortiment, auch bei Lidl als. Ah, der Name fällt mir gerade nicht ein. Bei Lidl. Auf jeden Fall die Van Gogh hier und beim Lidl umgelabelt. Schreibt's rein, bitte. Ich hab's gerade vergessen. Uranus müsste es sein. Genau.
Spacecraft mit Zerleger am Schluss. Weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall. Muss man selber wissen. Dann das Jackpot, Leucht, Knallsortiment, dann Knallerbsen, Drachenzauberfontäne, dann Crazy Party, 5er Tischfeuerwerk, Pyro-Konzept, regional und die Euphorica, regional, keine Ahnung, was das für Batterien sind. Die Euphorica gab es letztes Jahr schon. Pyro-Konzept, keine Ahnung, ersetzt Crown of Lights, beide Verbünde natürlich. Dann Starhunter ersetzt Lollipop, das verstehe ich sowieso nicht. Lollipop soll anscheinend richtig gut gegangen sein letztes Jahr. Ich habe gar nichts mehr bekommen von dem Sortiment. Starhunter könnte eventuell ein Fire Fantasy Verschnitt sein. Ein Veko. Ah, das ist das Veko, okay. Starhunter wird wahrscheinlich das Blizzard eventuell sein. Wenn ich jetzt so spontan nachdenke, was das gab es nämlich umgelabelt in Österreich als Veko Starhunter Sortiment für 9,99 €. Also in Deutschland müsste es so um die 7 € kosten. Das ist ein Familiensortiment, das ist kein Nico, sondern Veko. Dann hier Solar Flare, das ist Eruption und Eternity. Das ist wahrscheinlich die Kolibri. So. Die finde ich aber nicht so schlecht, muss ich ehrlich sein. Das ja, geht das auf jeden Fall klar. So, genau. Arthus natürlich wieder dabei. Tristan wieder dabei. Die Kabuma ersetzt die Parzival. Das müsste, glaube ich, die Ninja sein, die reinkommt. Fängt schon schwach an. Die Parzival war aber auch nicht so lange drin. 2018 oder 17 ist die erste Mal reingekommen. Unter dem Namen. Gab es aber vorher schon umgelabelt bei Aldi. Ja, so das, wenn man so anfängt, keine Ahnung. Genau. So, Kabuma ist wahrscheinlich dann die Ninja, beziehungsweise umgelabelt zu Kabuma. Dann Big Bombastic hatte ich letztes Jahr ist liegen geblieben, war richtig eine geile Batterie, kann ich nur empfehlen. Fireworks Fiesta ersetzt die Rockstar. Das müsste die Penalty sein, die ich gefunden habe. Ja, schaut einigermaßen nicht so schlecht aus. Ja, Fächer. Ja, schaut wirklich nicht so schlecht aus, die Fireworks Fiesta. Dann Dragonfire bekannt, Blowout Batterie, Art of Light habe ich auch noch eins übrig. Das Ivanhoe, viel Glück natürlich. Dragons Breath ersetzt Sky of Diamonds, also wahrscheinlich im Verbund. Dann hier Startail, Raketensortiment Greenline und natürlich Galactic Geysir Greenline, also von Nico. Kommt da auch noch was dazu, aber die sind ja existent, die Teile hier. Das waren eigentlich nur die Neuheiten, die so reingekommen sind. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen zu dem Aldi Feuerwerkssortiment und ja. Falls ihr da kein Video verpassen wollt, auf jeden Fall Abo, Like da lassen auf das Video. Würde mich sehr freuen, die 10.000 Abos dieses Jahr zu knacken. Und ja, haut rein und ciao. Faszination, dieses Gefühl, dieses Kribbeln im Bauch, eiskalte Luft, Schwarzpulver, Duft, Gänsehaut, Silvesterfeeling legendär. Silvesterfeeling legendär. Faszination, dieses Gefühl, dieses Kribbeln im Bauch, eiskalte Luft, Schwarzpulver, Duft, Gänsehaut, Silvesterfeeling legendär.